Beim traditionellen CDU-Neujahrsempfang in Heidenau begrüßte man in feierlicher Runde das neue Jahr 2016. Der amtierende Bürgermeister Opitz möchte weiterhin gezielte Investitionen in Bildung und Betreuungseinrichtungen vornehmen, um langfristig gegen den Fachkräftemangel anzukämpfen. Also das Jahr 2016 wird sicherlich geprägt sein wirtschaftlich von einer weiteren Konsolidierung der Unternehmen, die in Heidenau sind. Es gibt etliche Unternehmen, die im vergangenen Jahr angefangen haben, sich zu vergrößern. Ich denke mal, die Früchte dieser Anstrengungen, die wird man vielleicht im Jahr 2016 schon ernten können. Und ich gebe das gerne zu, auch als derjenige, der dann am Ende die Gewerbesteuer von den Unternehmen sehen möchte, freut sich natürlich auch, wenn diese Unternehmen expandieren, wenn sie mehr Leute einstellen. Und wir unterstützen die Unternehmen ja auch dadurch, dass wir versuchen, Ausbildungsbörsen zu organisieren, wo gerade eben auch der allgemein im Sprachgebrauch bestehende Fachkräftemangel, wo dem was entgegengesetzt werden kann, wo man junge Leute motivieren kann, sich um einen Ausbildungsplatz, insbesondere in dem Heidenauer Unternehmen, zu bewerben. Helfen kann dabei ein 800 Millionen Euro schweres Investitionsprogramm für ganz Sachsen, welches man ins Leben rufen möchte. 2016 wird besonders deutlich, dass wir eine Doppelfunktion erfüllen müssen. Natürlich müssen wir für die Flüchtlinge alles zur Verfügung stellen, was essen, was trinken, was eine Unterkunft betrifft. Aber wir müssen auch den deutschen Bürgern zeigen, dass wir da sind und dass wir für deutsche Bürger Politik machen. Und wirtschaftlich wird es für uns wichtig sein, dass wir ein Investitionsprogramm von 800 Millionen Euro im gesamten Freistaat Sachsen ins Leben rufen und umsetzen. Ich erwarte, dass in jeder Kommune ein Baukran steht. Wir wollen Schulen sanieren, wir wollen Kindergärten sanieren, wir wollen in den Straßenbau, in die Infrastruktur investieren. Ich glaube, das ist für die Wirtschaft gut, das ist für die Bürger gut. Wir tun also für alle was in diesem Land. Dass 2016 kein einfaches Jahr wird, war allen anwesenden Gästen sicher bewusst. Man muss sich nicht nur um die sächsischen Bürgerinnen und Bürger kümmern, sondern auch um die Menschen, die jetzt aus anderen Ländern zu uns kommen. Selten hat ein Thema seit der Wiedervereinigung die Menschen so polarisiert und auch für viele Fragen gesorgt. Der Begriff Asyl ist zumeist negativ besetzt. Asyl besteht ja darin, wie geht der Staat, wie geht die Bundesrepublik mit diesen Dingen um. Und da sind schon viele Dinge, die absolut kritikwürdig sind, auch aus Sicht eines Bürgermeisters. Was aus meiner Sicht nicht verhandelbar ist, ist der Respekt den Leuten gegenüber, die hier zu uns kommen. Die haben alle unsere Hilfe und unseren Schutz verdient, weil sie überwiegend aus Gebieten kommen, denen es entweder wesentlich schlechter geht als uns oder aber eben wo total Krieg, Verfolgung und Not ist. Und diesen Menschen muss man helfen. Und diese Dinge, die da alle in diesem Thema Asyl mitschwingen, das so auszudifferenzieren, das ist leider so der Fall, dass das nicht gemacht wird und deswegen die Stimmung so negativ ist. Und meine Erfahrungen in den Gesprächen sind, sobald man mit den Leuten das auseinandernimmt, stellen sie fest, dass sie eigentlich gegen die Menschen gar nichts haben, dass sie aber schon Defizite insbesondere beim Staat sehen, bei der Registrierung der Leute, bei der Verteilung der Leute, bei der Frage, welche Perspektive sollen die Leute haben, arbeiten, wohnen. Und da gibt es einfach zu wenige befriedigende Antworten von Seiten auch des Staates, sowohl der Bundesrepublik als auch des Freistaates. Defizite durch die mangelnde Arbeit des Staates bei der Registrierung und Verteilung der Flüchtlinge und auch deren mögliche Perspektiven für die Zukunft sorgen immer wieder für negative Stimmung in der Bevölkerung. Vor dem Hintergrund der Bilder, die aus Heidenau in die Welt gingen, bedankt sich der Heidenauer Unternehmer und Gastgeber des Abends, Uwe Segeling, ganz besonders bei denen, die Engagement und Zivilcourage zeigten und für die Erhaltung der Werte unserer Gesellschaft einstanden. Ganz besonders ist dabei sicher, unser Bürgermeister hervorzuheben. Mein allergrößter Respekt Ihnen, sehr geehrter Herr Opitz, für Ihre tägliche Arbeit. Dafür ganz herzlich. Sebastian Gemko, sächsischer Staatsminister der Justiz, ging in seinem Festvortrag näher auf die Flüchtlingsthematik und die terroristischen Angriffe des letzten Jahres ein. Das freie Leben soll aber nicht durch weitere Gesetze eingeschränkt werden. Unsere Werte und demokratischen Errungenschaften gilt es, vor Angriffen von außen und innen zu schützen. Gewalt, egal von wem und wofür, ist unsächsisch. Dabei gelte es, die Gesetze auszuschöpfen, so Gemko. Die momentane Situation stellt den Freistaat Sachsen insbesondere vor personelle Herausforderungen in meinen Augen. Wir haben eine große Anzahl an Flüchtlingen in Sachsen aufgenommen. Es gibt Asylverfahren,
dann jeweils zu jedem einzelnen Flüchtling, die bearbeitet werden müssen. Deswegen haben wir mit der Neueinstellung von Verwaltungsrichtern reagiert, damit diese Verfahren schnell durchgeführt werden können. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass aufgrund dieser Flüchtlingssituation auch ein Mehrbedarf im Bereich der Strafverfolgung entsteht, auch in dem Moment, in dem die gesellschaftlichen Ränder in unserem Land aufeinanderprallen. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch mehr Staatsanwälte und Richter brauchen. Dafür werde ich mich in den kommenden Monaten einsetzen. Die Arbeit mit den Menschen muss hier vor Ort getan werden. Und diese Arbeit kostet Geld. Auch Wohnraum, der entstehen soll, muss finanziert werden. Die Landkreise müssen allerdings teilweise hart für Flüchtlingspauschalen kämpfen. Ich bin der Meinung, dort müsste der Freistaat wesentlich großzügiger sein und sagen, rechnet bei uns ab und wir übernehmen diese Kosten, als dass jetzt die Landkreise sozusagen in Vorkasse gehen müssen, unsicher sind, ob sie das Geld vom Freistaat bekommen. Und bei den kreisangehörigen Gemeinden wächst natürlich die Furcht, dass die Defizite, die die Kreise anhäufen, dass die dann letztendlich über die erhöhte Kreisumlage dann wiederum bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden landen. Und das ist ein Zustand, muss ich sagen, der ist bei all den Anstrengungen, die gerade die Landkreise vor der Brust haben, unerträglich. Also wenn man sich schon bemüht, dann sollte zumindest das Geld erstmal nicht unbedingt der Hauptkampfplatz sein. Alles in allem ein gelungener Abend, bei dem trotz der aufgezeigten Problemstellungen der Wille und die Bereitschaft zur Bewältigung dieser überwogen.